Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, warum sich hier der Atlantische und der Pazifische Ozean nicht miteinander vermischen. Ja, wir kennen es alle, Social Media, es geht viel rum. Auch das hier war und ist ein viraler Hit auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. Doch sehr, sehr oft werden dann echte Bilder falsch interpretiert. Denn Naturphänomene regen natürlich im Allgemeinen, so wie dieses auch, dazu an, erklärt zu werden. Doch oftmals werden diese Erklärungen dann viel zu einfach getroffen, was dann am Ende zu einem falschen Ergebnis führt. So beispielsweise die Erklärung zu diesem Video. Das Video teile ich nochmal unten in den Kommentaren, damit ihr euch das auch ganz genau angucken könnt. Ich kann es hier leider nicht wiedergeben, aus rechtlichen Gründen. Denn hier treffen zwei verschiedenartige und verschiedenfarbige Wassermassen aufeinander. Es gibt da einmal eine helle Wasserfront und dann eine dunklere Wasserfläche, die klar voneinander abgegrenzt sind und unvermischt bleiben. Bei diesem Schauspiel handelt es sich aber tatsächlich nicht um einen Fake, wie man denken könnte, und es hat das Potenzial, natürlich auch ein viraler Hit zu werden, was es dann auch im Endeffekt geworden ist, wäre da nicht die falsche Erklärung. Denn auf Facebook findet man dieses Video en masse und es gibt dazu immer wieder die Erklärung, dass sich hier in diesem Video der Pazifische und der Atlantische Ozean treffen, aber nicht vermischen würden. Doch das Ganze ist die falsche Erklärung, denn auch wenn das bei der Wasserfärbung dann vielleicht so aussieht oder den Anschein macht, die Erklärung ist falsch, denn am Ende treffen hier zwei verschiedene Wassermassen aufeinander. Das Ganze kann man auch physikalisch erklären und zwar ist es sogar recht einfach. Hier treffen nämlich nicht zwei Ozeane aufeinander, sondern Süßwasser auf Salzwasser. Und Süßwasser und Salzwasser haben im Grunde genommen zwei unterschiedliche Dichten. Ja, das Ganze lässt sich also wirklich physikalisch erklären und das eine ist das salzhaltige Meerwasser und das andere ist das eisenhaltige Schmelzwasser. Dieses Schmelzwasser stammt aus Flüssen an der Küste Alaskas. Und da es gegenüber dem Meerwasser einen niedrigeren Salzgehalt hat, ist es leichter als dieses Salzwasser und legt sich dann somit, das kann man sich vorstellen, wie so eine Art Teppich über das Meerwasser, was dieses Video, wie gesagt, ich tue es unten in die Kommentare, dann auch ziemlich imposant zeigt. Aus diesem Video habe ich euch natürlich hier die Bilder schon mal rauszitiert, denn das kann ich machen und viele dieser Bilder und Videos kursieren halt in den sozialen Netzwerken unter der Beschreibung. Hier trifft der Atlantische auf den Pazifischen Ozean auseinander und das Ganze sieht natürlich auch richtig, richtig krass aus. Ich finde es übrigens trotzdem ein richtig krasses und schönes Naturschauspiel, was man sich unbedingt auch mal angucken kann, aber hier halt nicht an dem Ort, wo der Atlantische und der Pazifische Ozean aufeinandertreffen, unten am Kap, sondern in Alaska zu finden. Ja, diese Bilder sind natürlich trotzdem großartig, deswegen wollte ich sie euch nicht vorenthalten, aber natürlich auch nochmal die Erklärung, dass das Ganze sehr oft falsch interpretiert wird. Sehr viele Menschen hier eine falsche Erklärung zu diesem wunderschönen Naturschauspiel haben. Ich hoffe, ich habe damit jetzt ein bisschen für Aufklärung gesorgt. Was sagt ihr denn zu diesem krassen Naturschauspiel, wo Süßwasser auf Salzwasser trifft? Ich finde, das Ganze sieht echt krass aus in dieser Kombination. Das finde ich echt also so einzigartig, weil man sich das ja gar nicht vorstellen kann und vielleicht auch im ersten Moment gar nicht erklären kann. Die Erklärung mit der Dichte ist dann natürlich komplett logisch. Ja, wie hat euch das Video gefallen? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Falls ihr Vorschläge habt für neue Videos, dann schreibt es auch mal gerne rein. Ansonsten Daumen nach oben und ein Abo würde uns natürlich sehr freuen. Wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.